Ich schreibe gerade an der zweiten Staffel von Motorum Kibus und da ich nicht die gleichen Fehler machen wollte wie bei der ersten Staffel, habe ich mir für meine Hörspielskripte so eine Art Fahrplan erstellt. Und um diesen Fahrplan soll es in diesem Video gehen. Wenn ihr da Bock drauf habt, einfach dranbleiben. Glück auf und willkommen, ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. In diesem Video soll es ein weiteres Mal um das Hörspielskript gehen. Es soll aber nicht darum gehen, wie man es schreibt, sondern es soll darum gehen, wie man es vorbereitet. Und für diese Vorbereitung habe ich für mich so eine Art Fahrplan erstellt. Und diesen Fahrplan möchte ich euch in diesem Video etwas näher erklären. Im Video werde ich immer wieder von der Hörspielserie erzählen, ihr könnt aber diesen Fahrplan natürlich auch für Einzelhörspiele oder auch für Hörbücher benutzen. Den Fahrplan habe ich so grob in 5 Kategorien unterteilt. Es macht auch Sinn, diese Kategorien nacheinander abzuarbeiten. Für mich ist es zumindest sinnvoll gewesen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch die Reihenfolge ändern. Letztendlich ist es so, ihr müsst einfach jeden Punkt von diesem Fahrplan abgearbeitet haben. Erst dann funktioniert er und dann macht er auch natürlich erst richtig Sinn. Kommen wir dann zum Punkt 1. Punkt 1 wäre bei dem Fahrplan die Zusammenfassung. Hier macht ihr einfach eine grobe Beschreibung von eurer Handlung, von eurer Story. Ihr führt die wichtigsten Charaktere ein, nennt vielleicht auch die Nebenfiguren, ist aber nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ihr wirklich den Handlungsverlauf einfach abbildet, dass ihr die Wendepunkte mit eintragt, also wirklich das, was in der Story passieren soll. Und dass ihr ganz klassisch habt ihr einen Anfang, ihr habt einen Mittelteil und ihr habt ein Ende, damit ihr wirklich ganz genau wisst, wohin die Reise gehen soll. Im zweiten Schritt würdet ihr dann einfach die Figuren ausarbeiten. Hier könnt ihr euch beschränken auf die Hauptcast. Ihr könnt aber natürlich auch noch die Hauptnebencast mit reinnehmen. Das heißt also alle Nebenfiguren, die wirklich wichtig sind und die vielleicht auch einen hohen Gesprächsanteil bei den Dialogen haben, die solltet ihr vielleicht auch mit reinnehmen. Ihr könnt natürlich alle Figuren ausarbeiten. Das bleibt ganz euch überlassen. Letztendlich macht ihr einfach für jede Figur eine klassische Charakterisierung. Also was treibt sie an? Wo kommt sie her? Was sind das für Typen, was sind Schwächen, was sind Stärken. Ihr könnt den wirklich einen kompletten Hintergrund verpassen mit, also wo kommen die her, was haben die früher gemacht, was für ein Umfeld hatten die, waren die reich, waren die arm, was zeichnet diese Person wirklich aus und vor allem auch Informationen, wie stellen die sich in dieser heutigen Welt dar, beziehungsweise wie stellen sie sich in eurer Story dar. Das sind ganz wichtige Informationen, die ihr auch einfach jederzeit in der Story unterbringen könnt. Das Ganze gibt der Story natürlich auch etwas Tiefe und ihr schafft es auch einfach eine bessere Bindung von der Hörerschaft zu den Figuren aufzubauen. Also die Leute identifizieren sich vielleicht mit den Leuten oder sind auch einfach interessiert und umso dramatischer wäre es zum Beispiel, wenn einer dieser Figuren zum Beispiel sterben würde. Der dritte Schritt wäre die Ausarbeitung von Örtlichkeiten. Hier könnt ihr zunächst wählen, wollt ihr eine fiktive Welt erschaffen oder wollt ihr wirklich Teile aus der realen Welt übernehmen. Bei Motorum Kibus ist es zum Beispiel so, dass ich, die spielt ja im Raum Köln oder im Großraum Köln und da habe ich es so gemacht, dass ich mir einfach eine Karte genommen habe für den zweiten Teil und habe mir einfach verschiedene Orte angeschaut und wirklich geguckt, was ist denn das Besondere an dieser Ortschaft, wo liegen die, gibt es da vielleicht irgendwie was Besonderes, ist das eher eine ländliche Gegend oder ist es schon etwas Urbanes, wie sind auch die Wege zwischen den einzelnen Ortschaften, also wie lange würde man zum Beispiel brauchen. Die ganzen Informationen habe ich dann einfach gesammelt und habe das alles unter Örtlichkeiten abgespeichert. Ihr könnt natürlich auch noch weitergehen, Informationen über die Region sammeln, über die Menschen, die dort leben oder auch was es für Besonderheiten gibt, Sehenswürdigkeiten, was auch immer. All diese Informationen könnt ihr auch einfach nutzen und später in die Story mit einbauen. Der Vorteil davon ist einfach der, dass wenn zum Beispiel Menschen aus dieser realen Welt halt kommen, du schaffst es so, die Hörerschaft besser in die Story einzubinden, weil sie die Gegend einfach kennen. Du schaffst damit auch wieder eine gewisse Bindung und du gibst der Story natürlich auch wieder ein bisschen Tiefe. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, verwendet gerne etwas Zeit darauf, euch mit den Örtlichkeiten, egal ob es fiktive Örtlichkeiten sind oder realistische, aber verwendet auf jeden Fall etwas Zeit, um das Ganze wirklich gut auszuarbeiten. Der vierte Schritt wäre die Ausarbeitung einer Gesellschaft. Auch hier ist es wieder euch überlassen, wollt ihr eine fiktive Welt erschaffen oder nehmt ihr was aus der realen Welt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr die Gesellschaft wirklich gut ausarbeitet. Gibt es zum Beispiel Subkulturen in dieser Gesellschaft? Ist Religion wichtig? Spielt Politik eine Rolle? Gibt es vielleicht Fraktionen, die der Gesellschaft oder auch dem System gegenüber einfach kritisch eingestellt sind? Was gibt es überhaupt für eine Regierung? Ist die Regierung
Regierung gut? Ist die schlecht? Wie reagieren die Menschen darauf? Bei Motorum Civus ist es zum Beispiel so, dass es eigentlich keine Regierung gibt. Es herrscht so im Prinzip das Recht des Stärkeren und es gibt sehr viele Subkulturen, die man einarbeiten kann. Das Ganze gibt auch da wieder der Story, der Handlung einfach Tiefe. Der fünfte und letzte Schritt bei dem Fahrplan wäre der Episodenguide. Ihr erinnert euch ja, ich sagte am Anfang ja, dass ich immer von einer Hörspielserie spreche. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ersetzt einfach Episodenguide durch Kapitel und dann funktioniert dieser Fahrplan auch ganz normal und wunderbar für eine Einzelhörspielfolge oder auch für ein Hörbuch. Der Episodenguide ist im Prinzip die detaillierte Form der Zusammenfassung. Jetzt legt ihr einfach fest, was in jeder Episode passieren soll. Auch da sollte klar sein, jede Episode hat eine Einleitung, hat einen Hauptteil und auch ein Ende. Und dieses Ende sollte möglichst auch so sein, dass man eine schöne Verknüpfung zur nächsten Episode hat. Außerdem könnt ihr, wenn ihr die Episoden alle aufschreibt, einfach kontrollieren, ob in jeder Episode ungefähr gleich viel passiert oder ob eine Episode etwas mehr actionlastiger ist, die andere ist etwas mehr sprachlastiger. Ihr könnt auch sehen, ob die Längen vielleicht auch ungefähr passen, weil wenn in einer Episode extrem viel passiert, könnt ihr einfach davon ausgehen, dass sie einfach etwas länger wird als eine, wo nicht so ganz so viel passiert und ihr müsst einfach die Story mit Dialogen strecken. Das ist einfach auch eine gute Kontrolle, einfach um die einzelnen Episoden untereinander so ein bisschen auszugleichen und wirklich zu schauen. Ihr kontrolliert also einfach die Handlung innerhalb einer Episode und könnt dann nochmal Sachen umverteilen, wenn ihr merkt, nee, das sollte vielleicht eine Episode eher passieren und vielleicht eine Episode später, damit die einzelnen Episoden untereinander wieder so ein bisschen ausgeglichen sind. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn ihr diese Episoden oder den Episodenguide schon etwas detaillierter macht. Ihr könnt auch wirklich die einzelnen Figuren mit Namen einführen, dass ihr wirklich wisst, ach, in dieser Figur in dieser Episode kommt die und die Figur vor. Ihr habt auch da wieder einfach eine Übersicht und wisst genau, wo wird wann was passieren. Ich glaube, dass dieser letzte Teil der Episodenguide wirklich eigentlich für mich der wichtigste Teil ist, in dem man eigentlich die meiste Zeit an Arbeit stecken sollte, weil das ist wirklich das, wo man später beim Schreiben vermutlich am meisten reingucken wird, weil das ist so der Einzelfahrplan für jede einzelne Episode und je detaillierter und besser dieser ausgearbeitet ist, desto einfacher ist es auch später, dieses Skript dazu zu schreiben. Jetzt könntet ihr natürlich mit dem Gegenargument kommen und sagen, Moment mal, wenn ich doch so viel Zeit in diesen Fahrplan stecken muss, wäre es dann nicht einfacher, wenn ich mir die Zeit spare und einfach die Zeit in das Schreiben investiere und beim Schreiben einfach die Welt entwickle und die Charaktere entwickle und so weiter. Da möchte ich euch sagen, definitiv nein. Wenn ihr beim Schreiben entwickelt, dauert es erstmal viel länger. Ihr seid natürlich auch vom Schreiben viel stärker abgelenkt, weil ihr einfach die ganze Zeit überlegen müsst, ja Moment, jetzt habe ich letztes Mal das geschrieben, passt das denn auch dazu? Ihr habt ja, wenn ihr zum Beispiel eine Serie schreibt und die erste Episode ist schon fertig und ihr schreibt die zweite, wisst aber noch gar nicht, was passieren soll. Die erste Episode steht aber schon, das heißt, die Handlung ist bereits festgelehnt und ihr müsst an dieser Handlung wieder anknüpfen. Deswegen wäre es viel einfacher gewesen zu sagen, man schreibt erst alle Episoden auf, man hat also eine grobe Zusammenfassung und dann fängt man erst an, die Skripte zu schreiben. Ich würde euch auf jeden Fall davon abraten und eher zu dem Modell Fahrplan raten, weil es wirklich für die Effizienz, für die Schnelligkeit einfach viel besser ist und es ist vor allem deutlich einfacher. Jetzt soll es aber auch nicht so sein, dass dieser Fahrplan in Stein gemeißelt ist. Wenn ihr einfach beim Skriptschreiben merkt, Mensch, ich hätte noch eine tolle Idee, dann könnt ihr natürlich hingehen und euren Fahrplan entsprechend ändern. Ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, dass ich mir einfach an den entsprechenden Stellen eine Notiz gemacht habe mit Datum, auch rot markiert, damit ich das sofort sehen kann und habe gesagt, so, ich habe jetzt für diese Episode mir ein alternatives Ende überlegt. Oder ich habe überlegt, der Männeranteil der Cast ist relativ hoch, ich sollte vielleicht doch noch mehr Frauen integrieren, damit es so ein bisschen ausgeglichener ist. Und das habe ich mir alles in diesen Fahrplan notiert und später dann ein bisschen umgearbeitet. Das soll einfach nicht bedeuten, dass dieser Fahrplan wirklich euch in eurer Kreativität einschränkt, sondern im Gegenteil, er soll euch dabei unterstützen, diese Kreativität auszuleben. Und wenn ihr später noch wirklich eine Bombenidee habt, dann sollt ihr die natürlich irgendwie integrieren. Und nicht, weil es heißt, ja, jetzt habe ich die nicht in den Fahrplan geschrieben, jetzt kann ich die auch nicht benutzen. Das bitte natürlich nicht. Also wenn ihr auch tolle Ideen habt, könnt ihr sie später immer noch natürlich einbauen.
Schließlich ist es euer Skript, es ist eure Zeit, die ihr investiert und wenn ihr das auch könnt, dann ist es doch auch super. Ich gebe euch diese Tipps lediglich nur, gerade wenn ihr eure ersten Skripte schreibt, ist es glaube ich ein bisschen besser, wenn man doch mehr Zeit in die Vorbereitung steckt, als wenn man letztendlich einfach drauf losschreibt und feststellt, war doch nicht so eine gute Idee. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch mit meinem Fahrplan vielleicht ein bisschen überzeugen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, ihr wisst ja, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte eure Fragen wirklich sehr gerne. Und falls ihr noch Lust auf einen weiteren Hörspiel-Workshop habt, kann ich euch einfach diesen Workshop hier empfehlen. Da erzähle ich ein bisschen was über die Regieführung bei der Hörspielproduktion. Dann bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!